Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Anzeigen. Ja, Anzeigen hat natürlich nichts mit der Anzeige bei der Polizei zu tun. Das soll hier keine Lektion über juristische Dinge werden, sondern es geht um Online- und Offline-Anzeigen, also Werbeanzeigen. Und gerade wenn ihr zum Beispiel als Mobile-DJ oder Party-DJ aktiv seid, dann ist das definitiv etwas, was ihr euch merken solltet. Für die Club-DJs oder eben ja auch DJs, die eher in Bars oder anderen Locations in der Richtung auflegen, wird es wahrscheinlich weniger geeignet sein, wenn dann vielleicht noch die Online-Anzeigen, aber alle anderen auf jeden Fall ganz genau zuhören. Wie gerade schon erwähnt, vor allem für Mobile-DJs besonders wichtig, ihr habt die Möglichkeit eben Online- und Offline-Anzeigen zu schalten, das heißt eben zum Beispiel bei Printmedien oder auch bei bestimmten Websites. Es gibt zum Beispiel partyprofil.com, die sind genau auf sowas spezialisiert. Und ihr habt dann hier ein Online-Profil, bei dem ihr wichtige Daten zu eurer Person, zu eurem Stil, zu eurem Können, der Ausstattung, eurer Leistung, die ihr bietet, eben alles vermerken könnt. Vor allem eben auch wieder, wie bei allen anderen Punkten hier auch und allen anderen Lektionen, das Benefit vor allem. Man unterscheidet ja immer so gerne zwischen Feature und Benefit. Feature ist einfach generell das, was ihr zu bieten habt, aber Benefit ist genau das Feature, das euer Kunde besonders wichtig findet. Ihr habt ja vielleicht 10 Features, wenn ihr dem Kunden aber 9 Features anbietet, die vielleicht an sich ganz cool sind, aber für ihn uninteressant sind, aber das eine Feature, das sozusagen das Benefit ist, also das für ihn wirklich wichtig ist, weswegen ja auch die Kaufentscheidung zum Beispiel kommen wird, ihm nicht sagt, dann wird es wahrscheinlich nicht eben zu einem Booking kommen, obwohl ihr vielleicht generell eben ja auch dieses Benefit habt. Deswegen ganz wichtig, dass ihr dieses Benefit auch herausarbeitet, ihr auch euch selbst mal im Klaren werdet, was ist denn das Benefit überhaupt meiner Zielgruppe und das dann auch genau anspricht. Dieses Online-Profil ist umfangreicher als Offline-Anzeigen, denn hier habt ihr normalerweise dann in der Zeitung nur so ein kleines Kästchen. Dafür ist auch die Konkurrenz deutlich größer, denn es ist ja sehr einfach, so ein Profil aufzumachen und diese Profile sind ja auch alle dauerhaft dann vorhanden. Bei der Zeitung seid ihr vielleicht mal der Einzige, der eine Anzeige in dieser Richtung schaltet und auch vor allem euer Kunde muss erst suchen. Bei der Zeitung blättert er vielleicht einfach durch und eure Anzeige kommt dann. Bei der Website geht er ja extra auf diese Website, um einen DJ zu suchen und dann kommt natürlich dieser riesige Katalog von anderen DJs und zum einen muss er generell erstmal suchen und zum anderen ist ja auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er vielleicht auch bei der Konkurrenz landet. Deswegen eben offline als mögliche Alternative. Ihr könnt hier Anzeigen in Tageszeitungen schalten, in Fachzeitschriften vor allem, denn hier habt ihr vielleicht dann sogar noch Zielpublikum. Natürlich vielleicht Fachzeitschriften nicht in der Richtung DJ-Equipment, denn hier werdet ihr höchstens auf eure Kollegen treffen. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern Fachzeitschriften zum Beispiel, wenn ihr Mobile-DJ seid, in einer Zeitschrift, die sich mit Hochzeiten beschäftigt. Alternativ zum Beispiel auch regionale Zeitschriften und Magazine, bei denen dann eben das Publikum ja deutlich kleiner ist, aber dafür auch besser für euch vordefiniert sozusagen, also interessanter, ihr könnt hier genauer targetieren, denn gerade Mobile-DJs sind ja eher in einer gewissen Region aktiv und wenn ihr jetzt eine Anzeige in der Tageszeitung macht, ist die sowieso unfassbar teuer und außerdem erreicht sie dann ganz viele Leute, für die ihr eigentlich überhaupt nicht interessant seid, denn wenn ihr eben in Berlin wohnt und jemand aus München euch anfragt, dann wird der Gig wahrscheinlich nicht zustande kommen, es ist auch vollkommen unverhältnismäßig dann dafür durch ganz Deutschland zu fahren. Der Anzeigenstil einer Offline-Anzeige sollte eben sehr kurz und knapp sein. Ihr solltet hier sehr schnell und prägnant das Ganze auf den Punkt bringen, denn eben ihr habt ja nur meistens so einen kleinen Kasten in diesem Anzeiger. Es sei denn, ihr blättert auf jeden Fall mehr hin und habt dann sogar eine Großanzeige, vielleicht sogar eine ganze Seite für euch in einem kleinen Magazin. Kommt drauf an, klar, üblich ist aber eher, dass ihr so einen kleinen Kasten habt. Und dann habt ihr noch dazu oft keine Bilder, das heißt, ihr müsst rein mit Text arbeiten. Dann ist eben wichtig, dass ihr vor allem halt euren Kontakt dort hinterlegt und euer USP, also das Alleinstellungsmerkmal wieder, plus eben das Benefit. Und natürlich auch ganz klar erstmal, was macht ihr denn überhaupt, was habt ihr zu bieten, was sind eure Dienstleistungen.
Das Ganze muss eben sehr schnell, kurz und prägnant alles auf den Punkt gebracht werden. Und ihr solltet dann auch vermeiden, dass ihr dann den Preis angebt. Das ist ähnlich wie zum Beispiel in der Broschüre, wo ihr auch keinen Preis reinschreiben solltet, oder auf Flyer, generell nirgendwo öffentlich solltet ihr das machen, dass ihr euren Preis nennt, denn so informiert ihr zum einen nur eure Konkurrenz, zum anderen schreckt ihr vielleicht schon potenzielle Kunden ab, die dann schnell sagen, ah nee, das ist mir zu teuer, aber wenn ihr mit den Leuten mal richtig ins Gespräch kommt, stellt sich vielleicht heraus, dass sie eigentlich doch unter gewissen Umständen bereit wären, diesen Preis zu zahlen, oder ihr verhandelt eben nach. However, das Ganze wird nicht passieren, wenn ihr eben schon mal einen Preis öffentlich macht und so eben eventuell eure Kunden abschreckt. Ja, somit sind Anzeigen die letzte Möglichkeit, die wir hier für euch haben, noch als Marketing-Tool. Und sie sind auf jeden Fall ein nützliches Werkzeug. Zeitschriften sind ja genauso wie Radio auch beispielsweise eher auf einem absteigenden Ast. Das verlagert sich alles in Richtung Online. Aber eben genau wieder eben auch bei Postkarten, Visitkarten und so weiter, diese ganzen Oldschool-Dinge, genauso auch wie CD. Wenn ihr die jetzt wieder ausgrabt sozusagen, dann macht ihr euch hier natürlich auch besonders im Prinzip. Ihr fallt hier ein bisschen aus dem Raster und das ist ja auch wieder genau das, was wir wollen. Wir wollen im Gedächtnis bleiben, wir wollen aus dem Raster fallen, im positiven Sinne. Und deswegen, warum denn nicht? Wenn ihr Mobile DJ seid, kann sich eine Anzeige eben in eurer regionalen Tageszeitung definitiv lohnen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.